Und die UMP-Nuke ist geschafft, Leute. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Und es ist mal wieder ein New Idee der Waffe Gameplay. Und zwar mit der UMP. Und ich denke mal, alle Leute wissen, dass es die overpoweredste Waffe im ganzen Spiel ist. Und vor allem mit Schalldämpfer. Aber ich habe sie auch mit Schalldämpfer gespielt, denn... Ja, okay, eigentlich wollte ich mir das extra schwer machen und die ohne Schalldämpfer spielen. Und irgendwie mit holographischem Visier oder sowas. Aber ich habe das so gemacht, ich habe zwar Schalldämpfer dabei, aber keine Killstreaks. Das heißt, es sind etwa ausgeglichen. Und das ist jetzt eine Killstreak, das Nuke. Das heißt, ich habe keine Hilfe bekommen von einer Drohne, von einem EMP, von einem Harrier, von Payflow oder sonst was. Ich habe einfach 25 Kills so aus der Hand einfach mal hingeschüttet. Das war übrigens beim dritten oder vierten Versuch. Beim zweiten Versuch wurde ich gewallbanged, gehackt. Also hat einer mich gewallbanged, weil er einen Wallhack hatte. Beim dritten Versuch wurde ich getriggerbottet. Das heißt, er hat mit einem Schuss alle 6 Patronen aus seiner scheiß Magnum auf mich gefeuert. Und ihr wisst nicht, wie ich da ausgerastet bin. Nur leider habe ich diesen Clip gelöscht, wie ich ausgerastet bin. Ihr hättet euch so einen abgelacht. Glaubt mir, Leute, es geht überhaupt nicht klar. Ich habe es in der Wiederholung nochmal angeschaut und ich konnte nicht mehr. Lag am Lachen vor Boden. Oh Gott, ich lag am Boden vor Lachen. Oh mein Gott, ich schon wieder fail hier übelst das Commentary. Auf jeden Fall, leider habe ich den Clip gelöscht. Ich habe versucht, das mit Yuri Kuba wiederherzustellen, nur ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Habe nur einmal die ganzen alten Fraps-Dateien wieder bekommen, aber nicht meine Action-Dateien. Ich nehme jetzt ja auch seit neuestem immer mit Action auf. Da leckt nämlich nichts mehr, wenn ich irgendwas aufnehme. Kann man schön einstellen, ob du 27p 1080 haben willst, und kann man alles schön direkt einstellen. Finde ich auf jeden Fall eine geile Sache. Und was ich jetzt nochmal ansagen wollte, Leute... Ich habe letztes Video gesagt, dass ich immer oft Rasen mähen muss. Und da habe ich gesagt, dass mein unser Garten so mindestens 1000 Quadratmeter lang ist. Bester Kommentar war, weißt du überhaupt, wie viel 1000 Quadratmeter sind? Das ist ein ganzer Quadratkilometer. Bist du dumm? Niemand hat so einen großen Garten. Oh mein fucking Gott. 1000 Quadratmeter, ne? Sind keine oder ist kein Quadratkilometer. Oh Gott. Als ich das gelesen habe, ne? Ich glaube, irgendwie ein Quadratkilometer sind 10 Millionen oder 1 Million Quadratkilometer, Quadratmeter. Und ein 1000 Quadratmeter ist eine normale, ja, normale Wiese, so eine kleine Wiese ist es halt. Und das haben wir halt als Garten, nur, ja. Und alleine wie Rasenmäher-geil ihr seid. Ohne Spaß, ich soll ein Video machen, wo ich Rasen mähe. Ich soll ein Foto machen, wo ich Rasen mähe. Ich soll, ja. Hier hören wir mal auf, was da jetzt noch alles kommt. Und ich habe so überlegt, soll ich wirklich jetzt mal ein Video, so ein Real-Life-Video machen, wo ich Rasen mähe? Leute, wie dumm seid ihr eigentlich? Aber irgendwie ist das auch wieder so eine crazy Idee, dass man wirklich bringen könnte. Ich bin nur gerade am überlegen, ob ich das jetzt wirklich machen soll oder nicht. Also sagen wir jetzt einfach mal, wir machen wieder eine Like-Zahl, wenn ich das Video machen soll. Also irgendwie, sagen wir ab 5000 Likes, wenn das Video hier 5000 Likes kriegt. Ich glaube nämlich nicht, dass ihr so geil auf Rasenmäherträger seid. Oder auf allgemein auf dem Rasenmäher mit mir drauf. Ich meine, hallo, wie gestört seid ihr eigentlich? Also egal, 5000 Likes auf dieses Video und ich nehme auf, wie ich Rasenmähe. Wahrscheinlich mit Hakan wieder und dann wird das ganze Video wieder so sau witzig. Aber das lade ich hier auf Isle of Cookies hoch und nicht extra auf unserem Ivy Lane Channel. Und ja, da habe ich übrigens eine neue Idee für einen Trailer. Ich sage aber noch nicht, was es sein wird. Das wird aber nur mein kleiner Bruder wird wahrscheinlich alle mitmachen. Denn noch andere Leute, es wird einfach... Wow, also die Idee, die ich hatte... Alter, da hatte ich so Ideenrausch einfach. Und ja, falls ihr diesen Trailer irgendwann mal sehen solltet, wir planen den jetzt erstmal und dann erstmal später drehen. Aber wir versuchen den jetzt richtig geil zu planen. Dass der Trailer auch richtig geil ankommen wird. Also unten ist der Link nochmal zu unserem Real-Life-Channel. Könnt ihr mal vorbeischauen. Laden wir immer so wöchentlich mal ein Video hoch oder so. Nur Hakan ist gerade in Ungarn, deswegen schaffen wir da kein neues Video zu produzieren. Und was ich noch ansagen wollte, beste Frage. Ich habe jetzt ungefähr 100 Nachrichten gelesen in meinem YouTube-Posteingang. Bist du denn auf der Gamescom? Ich meine, Leute... Ich bin YouTuber und ich war letztlich auch auf der Gamescom. Ich denke mal, ihr kennt das ganze Interview, wo ich meine Vollabspackung hatte. Ich weiß auch nicht, was mit mir da los war eigentlich. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich werde da sein. Wahrscheinlich so gut wie alle Tage und ich hoffe, man sieht sich. Vor allem letztes Mal war schon heftig, weil mich so viele erkannt haben und da hatte ich erst 10.000 Abonnenten. Jetzt habe ich irgendwie 120, 130.000 Abonnenten und wow, mal sehen, wie es da abgehen wird. Auf jeden Fall, ich werde anwesend sein. Falls mich da jemand sieht, einfach High Five, yo. Nee, keine Ahnung. Ich werde natürlich auch ein Abonnententreffen dazu machen, aber alles weitere dazu in meinem Gamescom-Video, was ich wahrscheinlich übernächste Woche oder so hochladen werde. Und ja, so, das war jetzt davon. Übrigens, ich habe so auch gedacht, ich mache auch die Sekundärwaffen als, ja,
nuke mit jeder Waffe. Das kommt dann aber nach den ganzen Primärwaffen. Das zeige ich dann alles nochmal später in einem anderen Video. Auf jeden Fall, das wird wieder von mir gewesen sein. Ich bin raus, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Und obwohl ich das Video jetzt um 23.50 Uhr kommentiere, ist es eigentlich egal. Ich bin raus, Leute. Ciao. Haut da rein. Ciao. Lol.